herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcasts. Ihr Knuspertaschen, ihr freut euch sicher wie wir schon auf eine total spannende Folge. Bevor die aber losgeht, dürft ihr uns auf Instagram und Facebook folgen, beziehungsweise ich hoffe, ihr tut das schon ganz, ganz lange, beziehungsweise auf TikTok. Und ihr könnt uns natürlich liebenswerter und dankenswerterweise, so wie die Annemarie und der Georg und der Roman oder der Alex oder der Jordi oder der Daniel oder der Gerhard oder der Johannes, die Sarah, der Thorsten, die Vanessa, der Andreas, die Birgit oder der Wolfgang, einfach ein bisschen Geld zustecken auf Steady oder Patreon. Das finden wir total geil und manche davon geben uns da sogar ein bisschen mehr, damit wir uns auch das Longrun-Bier gönnen können. Also, tun, machen und wir freuen uns. Und Prost. Prost. Und wenn es damit fertig seid, dann könnt ihr mit uns in eine neue Folge starten, die dieses Mal wieder nicht zu zweit passiert, sondern zu dritt. Wir haben uns ein drittes Radiogesicht eingeladen, also ich und der andere. Hi Flo. Servus. Wie haben wir das letzte Mal gesagt, ich bin der andere und du bist der Richtige? Der Arne. Der Arne. Servus, der Arne. Wenn ich der Arne bin, bist du der andere. Servus, der Arne. Danke. Servus, der andere. Und servus, der Trainer. Guten Abend. Guten Tag. Guten Morgen. Grüß euch. Servus. Wir haben heute eine schöne Folge mit ein paar aktuellen Themen. Am Anfang dieser Folge müssen wir uns aber für den Ton der letzten Folge entschuldigen. Das war nicht ganz so optimal. Wir haben das bei der Aufnahme tatsächlich nicht ganz mitbekommen und möchten uns hier hochoffiziell entschuldigen. Mea culpa. Ja, wir haben es versucht, in der Postproduktion noch rauszuholen, so gut es unsere Audiofähigkeiten zulassen. Ich hoffe, man kann es trotzdem verstehen. Ich denke, man kann zumindest folgen, aber es ist halt nicht optimal, das ist mir schon bewusst. Und eigentlich, wenn ihr das hört, denkt ihr euch, Moment, es ist ja noch Frau Gust, ihr wolltet da ja noch was bringen. Richtig, und wir wissen zwar, dass der Peter lange Haare hat und eigentlich auch als Frau durchgehen könnt, aber zumindest ich mache dem Frau Gust einen Strich durch die Rechnung. Der richtig. Trainer sowieso, da vorne wollen wir gar nicht anfangen. Ja, aber dafür, dass wir das nicht hinkriegt haben, weil ein bisschen Terminprobleme, gibt es Frau Gust Extended. Also wir werden das natürlich nachholen und dafür noch ein bisschen ausdehnen. Das heißt, ihr bekommt noch einige tolle Damen auf die Ohren in der nächsten Zeit. Könnt ihr euch schon freuen. Damit ihr trotzdem etwas von uns hört, haben wir uns gedacht, dann setzen wir uns in illustrer, bekannter Runde zusammen und quatschen frohlockend einfach über das, was die letzten Wochen und Monate passiert ist, weil sich da ja auch einiges angesammelt hat. Vor allem der Peter war fleißig und wird weiter fleißig sein. Ja. Und ihr habt uns sicher schon vermisst und so haben wir uns unser Bier geschnappt und dachten, dann nehmen wir halt den Trainer. Hilft ja nichts. Und jetzt da in testosterongeschwängerter Runde ab dafür ins erste Thema. Wir waren nämlich in Kainach. Das ist die dritte Station des Berglauf-Cups, bestehend aus dem Ötscher, dem Feitscher Grenzstaffellauf und dem Kainach-Bergmarathon. Und wenn man die drei gewinnt, dann gewinnt man einen Klopsessel. Und das ist kein Witz, sondern das ist echt so. Weil wenn du die drei gewinnst und so deppert bist, dass du mitgemacht hast, dann bist du so erledigt, dass du einen Klappsessel brauchst, damit du dich wieder erholen kannst. Richtig. Aber das Ding ist eigentlich immer relativ gut besetzt. So auch nach den zwei Kretzenjahren jetzt da wieder, waren da doch ein paar hochkarätigere Menschen unterwegs und der lieber Trainermann und ich und Teamkollegen aus dem Team Vegan waren dort und haben uns das auch gegeben als, nennt man es mal, Aufbauwettkampf. Gleichzeitig war es aber auch die Bergmarathon-Staatsmeisterschaft. Nur als kurzer Hinweis, in quasi eigener Sache, wir haben schon, der Peter ist ja schon einmal mitgelaufen und ist damals das Triple gelaufen aus eben
Ötscher, Feitscher, Grenzschlaf und Keinach. Da gibt die Folge, verlinken wir in den Shownotes. Und wer in kompakter Version wissen will, wie es dem Peter denn so ergangen ist, es gibt auch ein Instagram-Reel, wie man so auf schön neue Social Media gesagt, da hat der Peter das am Tag danach nochmal wunderbar zusammengefasst. Das kann man auch wärmstens ans Herz legen. Yes. Fangen wir vielleicht am Anfang an. Wie waren irgendwie die Voraussetzungen? Mit welcher Zielsetzung bist du, Peter, da in das Ganze reingegangen oder habt ihr euch ausgemacht? Was wolltet ihr da erreichen? Welche Zeit wolltet ihr erreichen? Was war der Fokus des Keinach-Wettkampfs? Also der Christoph hat mich, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, bitte korrigiere mir, wenn es falsch ist, mit dem Auftrag reingeschickt, den Anfang, also die ersten zwei Drittel, nicht über 160 Puls gehen und hinten raus nicht zerstören, wer am nächsten Tag nur Einheit ist. Ich glaube, das war so. Sehr gut aufgepasst, Peter. Ja. Wunderbar. Genau, und dann haben wir auch schon in der Vorbesprechung, hast du gesagt, ja so und so, und ich habe gesagt, wir wissen beide, das wird nicht funktionieren. Was sich dann auch bewahrheitet hat, genau. Ja. Und welche Einheit stand am nächsten Tag an? Ich glaube 36 Kilometer oder so irgendwas, Berglauf. Und Keinach ist, für alle, die es nicht wissen, 44 Kilometer, 1800 Höhenmeter. Wobei es ist, wenn man es jetzt mit einem Trail, mit einem Single-Trail-Lauf jetzt alpin vergleichen würde, so ist es nicht. Also es ist eher wirklich Bergmarathon. Du hast zwar zwei, drei Single-Trail-Passagen, aber es ist ein relativ hoher Anteil Forststraßen, einfachere Wege. Das heißt, das ist ein Bergmarathon, wo du sagst, jemand, der gut auf der Straße ist und ein bisschen geländegängig ist, hat dort echte Chancen. Brauchst du noch gescheite Beine und dann kannst du da schon Gas geben. Genau, aber ob du technisch gut drauf bist oder nicht, ist eigentlich ziemlich irrelevant. Also da kann da nicht viel passieren. Ja, und ich meine mich erinnern zu können, dass du damals gesagt hast, dass es im Endeffekt irgendwie nur bergauf, oben ein bisschen entlang und dann berg wieder runter. Kann das sein? Das war das, was dir in Erinnerung geblieben ist, Peter, vom letzten Mal. Ne? Dem war ja dann nicht ganz so... Richtig. Das war so die Idee. Also wenn man sich das Höhenprofil anschaut, geht es einmal auf, dann geht es ein bisschen um und oben und fertig. Ja, das sollte man sich nicht genau so einprägen. Ist eine doofe Idee. aber fangen wir vielleicht von Anfang an. Also du bist irgendwie da mit der Zielsetzung reingegangen. Es wird ein knackigerer Trainingslauf, aber jetzt nicht zu knackig, weil am nächsten Tag musst du auch noch ein paar Körner haben. Und, genau, vor allem es kommt noch eine harte Woche, ist dann drinnen gestanden, weil die Wochen drauf war irgendwie 95 oder 100 Kilometer Wochen. Und die Woche war es auch. Also das waren die zwei intensiveren Wochen. Okay. Jo, und das Ziel, also beim ersten Mal, wie ich gelaufen bin, bin ich gelaufen mit dem Basti in 4,56 oder so und habe mir gedacht, ja, also schön wären 4,15. 4,15 wäre eine coole Zeit. Was man dazu wissen muss, es hat irgendwie knappe 30 Grad gehabt. Schön sonnig. Ist jetzt dafür am Berglaufen eher so halb gut. Frage an den Trainer, wie realistisch hast du diese 4,15 gehalten? Ja, war durchaus im machbaren Bereich. Ja, bevor wir weglaufen sind, ein kurzes Anekdötchen. Bin ich beim Startnummern abholen reingegangen, habe meine Startnummer geholt und dann hat es geheißen, ja, Meisterschaftsanmeldung, und vor mir war einer, der hat sich auch zur Meisterschaft angemeldet und ich habe gesagt, na, was nimmst du denn nur für eine Zeit vor, wenn wir so zum Auto zurückspazieren, und er sagt, ah, ich weiß es nicht, ich bin noch nie an Bergmarathon gelaufen. Sag ich, okay, wie legst du das denn an? Und er hat gesagt, naja, ich bin erst einmal,
mit einem Freund an Berg-Ultra gelaufen, habe mitgemacht. Aber ich bin das Jahr im Frühjahr an 2015er Marathon gelaufen und gesagt, gut, wir zwar werden uns wohl nur beim Start sehen. Dann kann ich kurz winken, dann bist du wohl weg, weil du bist in einer anderen Klasse unterwegs. Das war dann auch so. Also wir haben uns kurz am Start gesehen und er ist mit einer, ich weiß es nicht, 3,40 oder so weggelaufen oder 3,30 und er war nicht mehr gesehen. Guter Mann. Ja, und wir sind losgelaufen, also ich bin zusammen losgelaufen mit dem Felix aus dem Team, der auch ein bisschen Rennpferd ist, und haben uns gedacht, na gut, dann schauen wir, dass wir irgendwie gemeinsam da mit 160er Puls ungefähr, so plus minus 10. Eher plus. Details. Der Trainer braucht ja nur deinen Lauf aufmachen, kannst du jetzt sagen, dass du wahrscheinlich auf Anschlag weggelaufen bist, irgendwie um die 4 herum und dich jetzt schon nach 5 Meter wahrscheinlich niemand die Vorgabe gehalten hast. Genau, so war's. Also wir waren bei 170 nach 10 Minuten und die haben wir dann ein bisschen länger gehalten. Ne? So. Ja, gute Stunde geht schon, ne? Naja, kann man schon mal machen, oder? Wobei man halt auch dazu sagen muss, dass es am Anfang halt bergauf geht und das nicht einfach ist, da nur dazu bei einer Meisterschaft normale oder halbwegs locker darauf zu joggen. Man muss langsam laufen. Es ist relativ einfach. Ich habe das auch probiert, ein bisschen angriffiger unterwegs zu sein. Das ist ein bisschen in die Hose gegangen. Ja, am Anfang noch. Also so die ersten, was sind das, oder? 2 Stunden, das sind so die ersten 20 Kilometer ungefähr, oder 18 Kilometer, geht es ja stetig bergauf. Und da ist es ja dir und mir eigentlich ganz gut gegangen noch. Wenn ich das so in Erinnerung habe. Und ja. Da war ich eigentlich guter Dinge, weil du hast zu mir gesagt, nein, eigentlich bis zum höchsten Punkt müsste es in 2 Stunden sein. Also bei der Zielzeit müsste es ungefähr da oben sein. Und das ist sich ganz gut ausgegangen. Ich glaube, ich war an 7,50 war ich oben. Also im Training-Peak sind es genau 2 Stunden, wobei das kann ich nicht ganz genau so rauslesen. Also das hat ganz gut gepasst. Und dann war dieses, da bin ich ganz gut dran geblieben, habe nicht viel Zeit verloren, die Leute um mich waren. Und dann ist ganz kurzes Stück, das echt relativ steil durch den Wald runtergeht, also oben ein bisschen entlang, dann relativ steil runter. Da habe ich gewusst, okay, da kann man es wieder reinholen. Und da habe ich dann wieder ein paar Leute eingesammelt, inklusive dem Felix, der vor mir war, und haben mir gedacht, passt, dann laufen wir den Rest gemeinsam, da ein Stückchen. Ja, und dann habe ich ihn nicht mehr gesehen. Keine Ahnung, wo der auf einmal, also eben überholt und fort war er. Ich habe ein bisschen das Ziel nicht mehr gesehen. Wie kann man einfach weglaufen von dir? Das ist ja sehr Frechheit eigentlich, oder? Nein, er ist nicht vor mir weggelaufen, er war auf einmal hinter mir und war weg. Ach so, ich dachte, er ist der vorne weggelaufen. Nein, bergab, ich habe mir gedacht, der ist bergab eh auch recht zackig und nein. Ja, wobei man dazu sagen muss, der arme Kerl hat sich leider verlaufen. Er hat sich nachher verkoffert auch, ja. Die sind glaube ich, um einen Kilometer oder eineinhalb Kilometer falsch und dann wieder retour. Also, was wirklich gefinkelt war, weil das eine Forststraße war mit einer Kurve, wo die Kurven links gegangen ist und der Weg dann rechts hinein. Also ich hätte die Forststraße noch weitergenommen, wenn nicht vor mir wer reingebogen wäre. Also ja. Und das war so ein paar Kilometer 30 oder so herum. Ja. Und da könnte man ja meinen, wenn das Ding 44 Kilometer hat und du bist bei Kilometer 30 noch relativ weit oben, dass dann eigentlich noch mehr runter geht. Ist aber nicht, ist gar nicht. Weil zwischen Kilometer 30 und Kilometer 40 wählst du, wie es so schön heißt, so dahin. Und dahin wählen hast du halt einfach, dass du noch circa 15 Gegenanstiege hast. Und wenn das eine Meisterschaft ist und du eine gewisse Zielzeit erreichen willst, dann solltest du diese verdammten Gegenanstiege halt auch
laufen. Ja, das solltest du eigentlich schlucken, oder? Das, genau. Das druckst du einfach weg. Ja, aber na. Wieso nicht? Weil in meinem Kopf, also das, mein Problem ist, wenn die Realität und die Vorstellung in meinem Kopf auseinanderlaufen. Wenn ich weiß, da kommen noch 4, 5 Anstiege und ich stelle mich darauf ein, dann geht das ja. Aber wenn mein Kopf glaubt, es geht jetzt nur mehr bergab, aber es geht halt nie bergab, sondern es geht immer wieder bergauf, dann kann es schon passieren, dass ich diesen südsteirischen Hügel ausschreie. 2, 3 Mal. Umfassend. Was hast du denn gleich gesagt? Oh, das kann ich schon wiederholen, aber dann haben wir da FSK 18, gell? Kann ich mir das ungefähr so vorstellen, wie du damals den Vogel angeschrien hast? So in etwa. So in etwa. Also. Lustige Geschichte. Da waren wir, die Bergziege, der Peter und ich. Ich weiß gar nicht mehr, für was wir da trainiert haben. Wir waren auf jeden Fall in Mödling und sind 24 Kilometer mit 1000 Höhenmeter gelaufen. Das weiß ich noch. Und den Peter ist schon ab Kilometer 10 ziemlich dreckig. Du bist dir die Puste ausgegangen. Du hast einfach nichts zum Essen mitgehabt, glaube ich. Oder hast irgendwie. Nein, ich war vorher krank. Ich war vorher krank und da ist mir nicht gut gegangen. Und dann haben wir gesagt, wir laufen noch einen Schnapper, machen wir quasi noch, also einmal noch runter und wieder rauf. Aber du kannst den eh zurücklaufen und du sagst, nein, du wolltest unbedingt mitlaufen. Und dann laufen wir da runter und er sieht, wo wir rauf müssen und dann quietscht ein Vogel recht vergnügt. Und der Peter hat ihm 5 Minuten angeschrien und alles erdenklich böse gewünscht, was ihm gerade eingefallen ist, wie er da nun fröhlich sein kann, während er da jetzt nicht gut geht und diesen depperten Berg rauf muss. Das hat uns sehr amüsiert. Ich glaube sogar, dass wir das in einer Folge besprochen haben, aber ich weiß gar nicht mehr, in welcher. Ich glaube auch, dass ihr euch nicht nur an dem Tag, sondern tatsächlich auch dann in der Folge drüber abgehauen habt. Ja, das war herrlich. Ja, also dort hinten. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich da nicht dabei war, wie du wieder wen angeschrien hast. Das ist lustig. Ja, wärst halt mitkommen. Auf alle Fälle. Nächstes Jahr dann. Nächstes Jahr dann. Hat sie, ja, du wirst ja die Dreierwertung mal machen. Schauen wir mal. Hat sie das halt echt gezogen? Und irgendwann ein paar Kilometer, ich glaube 40 oder so irgendwas, geht es dann endlich bergab oder 39. Und dann kommt halt genau das, was ich beim ersten Mal schon erlebt habe. Du laufst runter. In dem Vorher war es tatsächlich so, dass mich auf diesem Bergabstück, wo es nur mehr Asphalt weggeht, also das ist wirklich Asphaltstickel, das du in zügigster Pace laufen könntest, also so Viererschnitt-Geschichte oder drunter, also die Schnöden laufen so halt in 3,30, 3,20, 3,10, keine Ahnung, hat mich einer von hinten, ich habe keine Ahnung, wo der plötzlich herkommen ist, noch überholt. Das hat mir zwar nicht geschmeckt, aber den habe ich auch nicht mehr erwischt. Also der ist mir bergab davon gelaufen. Da habe ich gewusst, es geht mir offenbar nicht gut. Das passiert mir nämlich eigentlich relativ selten. Ich wollte gerade sagen, wenn dir mal einer bergab davon läuft, entweder ist er wahnsinnig schnell oder dir geht es wahnsinnig geschissen. Na, er war schon flott, aber im Normalfall laufe ich da bergab schon einen Viererschnitt noch. Was bist du denn gelaufen bergab? Ich bin 3,50, 4, 4, 10, so irgendwas bin ich gelaufen, aber der ist halt einfach nochmal 10 Sekunden schneller gelaufen. Und dann habe ich aber gesehen, hinter mir kommt nichts, vor mir, denn der Vision nicht, ist eh schon egal. Außerdem habe ich dann auf der Uhr gesehen, die 4,15 werden es halt nicht werden. Die 4,30 wäre auch reißen. Dann habe ich gedacht, jetzt ist auch schon wurscht. Und habe auch gewusst, was dann noch kommt, weil dann kommt nämlich die Friedhofsschleife. Nämlich, du bist schon fast im Ziel, du hörst den Sprecher und dann ist ein Pfeil nach rechts und du laufst nochmal einen Berg 150 Höhenmeter hinauf. Um den Friedhof herum. Das sind nochmal 2 Kilometer oder so irgendwas. Und wenn man das nicht weiß, oder selbst wenn man es weiß und verdrängt, dann macht es richtig viel Spaß, gell, Christoph? Ja, mit der notwendigen Motivation geht es dann schon noch. Richtig. Erzähl mal, wie es dir gegangen ist. Ja, mir ist es auch relativ gut gegangen bis zu diesem besagten, ich habe es jetzt nochmal nachgeschaut, Kilometer 28 war das bei der Labestation. Mhm. Zweite Staffelübergabe ist das. Ja, genau. Und dann ging es halt ja nicht nur wegtechnisch bergab. Ja,
Genau, ziemlich eingegangen, ja. Hattest du auch ein paar kurze Höhenflüge, so Gegenanstiege in der Stimmung? Oder ist nur bergauf? Oh ja, oh ja. Ja, dazu muss man ja sagen, also die Hitze war sicher auch mit der Grund. Und ich bin leider auch nicht ganz so fit. Also meine Hüftprobleme haben sich da auch nochmal stark gemeldet. Und ja, wenn du nicht einmal mehr auf der Geraden gehen kannst, dann ist halt der Spaßfaktor da eher enden wollend. Und ja, ich war dann froh, wie es dann wirklich bergab gegangen ist. Das letzte Asphaltstück, das war dann schon mehr oder weniger eine Erlösung. Und ja, die Friedhofsschleifen, die habe ich ja, ich habe sie gewusst, dass es kommt, und habe mir gedacht, ja, meine Güte, Hauptsache endlich vorbei. Ja. Wobei ja, die Bier natürlich schon sehr verlockend waren von der Freiwilligen Feuerwehr, die da zumindest bei der letzten Labe wirklich gekühltes Bier angeboten haben und gekühltes Cola. Das hat es ja sonst leider nur lauwarm gegeben. Ja, das war dann. Außerdem ja. hatte ich ja eine überschaubar große Konkurrentin motiviert, nochmal alle Kräfte zusammenzunehmen, weil du gedacht hast, die bockt mich nicht ein. Das ist korrekt. Die hat dann noch mein Ego motiviert, nochmal Gas zu geben, die liebe Kollegin da. Ich dachte, das kann es jetzt nicht sein, dass die mich dann überholt. Ja. Dann kann man halt dann doch noch laufen. Ja. Also die Kraftreserven, die man dann noch hat, sind nicht zu unterschätzen. Und du bist demnach auch ins Ziel gekommen. Hurra, hurra, richtig. Also ich meine, es sind einige Leute ausgestiegen da. Also so gesehen. Ja. Chapeau. Mhm. In welcher Zeit bist du dann ins Ziel gekommen? Beide. Der Christoph, 6:29. Jetzt ist die Zeit für die Werbeeinschaltung, ja. Ja, 6:29:32. Okay, und du, Peter? 4:34:46. Ja. Hast du zumindest Peter 20 Minuten oder so auf die Zeit mit Sebastian gut gemacht? Ja, ja, also von dem her gesehen, ja, war ganz gut. Ich glaube, wenn man gut ausgerastet dorthin kommt und wirklich topfit, die 4:15 gehen schon. Also das ist jetzt nichts, was unmöglich ist. Das war einfach, ja, schlecht drauf eingestellt, quasi im Kopf. Und am Ende dieser Wochen war es vielleicht auch nicht so prickelnd und das Ganze bei 30 Grad, aber 4:15 geht schon. Hätten wir jetzt da in meiner, hätten wir jetzt bei der Staatsmeisterschaft exakt nichts gebraucht. Weil ich bin jetzt da in der M40 Dritter gewesen, in der Staatsmeisterschaft. Und im Lauf auch. Und wäre ich 15 oder 20 Minuten schneller, wäre ich Dritter in der Staatsmeisterschaft. Und in meiner Klasse A, weil der vor mir ist 4:05 gelaufen. Also da ist schon noch ein Stück nach vorne. Ja, jetzt weißt du, was dein Ziel ist, Sub 4. Ja. Nee, klar. Sub 4 wäre ganz, ganz nett. Und es ist tatsächlich, also Sub 4 ist tatsächlich auf der Strecke, wenn du ein guter Straßenläufer bist, durchaus machbar. Ich bin halt kein guter Straßenläufer, aber tendenziell, wenn du sagst, ich bin ein guter Marathonläufer, der ein bisschen geländegängig ist, wenn du das wo machst, dann da. Ja. Weil der Ötscher ist schwieriger. Ja, die sind dann alles technischer. Weil auf der Feitsch hast du dann auch in Teufelsteig und so, und das hat mehr Siegelschwell, und du weißt ja, wie das ist, wenn es einer auf der Feitsch hinplattelt. Das ist nicht immer angenehm. Für sie aber, getestet. Richtig. Aber auch diese Wiederauflage von Kaidach soll ein Beweis dafür sein, dass regelmäßiges Trainieren hilft und es einem schneller macht. I rest my case. Oh ja. Da no. Gleich die Spucke weg. No. Ich würde es niemals öffentlich zugeben. Ja.
Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, es war ja auch nicht als der Zielwettkampf geplant und von daher glaube ich, war es schon okay und gratuliere zur Leistung, weil auch eine 4:34 muss erst einmal laufen. Danke. Zu dem Herrn von am Anfang. Der ist als Zweiter ins Ziel gekommen in 3:28. Ja, also, kann man machen. Das ist der Erste ist in 3:26 ins Ziel gekommen. Damit man es in Relation setzt, das ist ein 4:45er Schnitt bei einem Marathon mit 1800 Höhenmeter. Geht. Da muss man echt einmal machen. Gut, aber ich fahre so ein bisschen enttäuschend. Wir haben es schon mal besprochen, der Kilian läuft an 1:28er Halbmarathon mit über 1000 Höhenmeter. Also da ist noch Luft nach oben. Ja, eben. Stunde schneller als du. Ne? Richtig. Ja. Und also wenn man das auf den Straßenmarathon jetzt umlegt, ist es dort auch nicht anders. Eigentlich ja. Straßenmarathon ist auch nur eine Stunde schneller, was eigentlich für den peinlich ist, gell? Ja, siehst du. Also wenn du das nächste Mal nicht so übertreibst beim Anstieg, ja du ist vielleicht noch ein bisschen mehr Trainer, der da ein bisschen Regeneration voreinplant und dich nicht da schon verheizt und quasi mit keinen Möglichkeiten mehr hinschickt. Weil wenn man es zwar einfach vercoacht, das muss man einfach fairerweise sagen. Andere Trainer nehmen Staatsmeisterschaften halt ernst. aber zum Rennen selber. Grundsätzlich, Organisation war eigentlich cool. Also Ausgabe von den Startnummern hat passt. Duschen haben sie gehabt, was nicht selbstverständlich ist. Also warme Duschen, Umkleidekabinen, Parkplatz hat passt. Die Labestationen waren wirklich genügend. Ich bin das erste Mal so ein Ding gelaufen ohne Rucksack. Also ich bin ohne Softflask oder sonst irgendwas unterwegs gewesen. Ein Softflask habe ich vorne in der Hose drinnen gehabt. Also im Gürtel. Nicht vorne. Also ihr wisst, was ich meine. Na bitte, füll das nochmal aus. Wo hast du die Softflask jetzt genau drinnen gehabt? Ich habe jetzt auch nicht aufgepasst. Wie war das nochmal? Quer in meinem Gürtel. Laufgürtel, der in der Hose integriert ist. Okay. Auf alle Fälle, das hat ganz gut funktioniert. Ich weiß gar nicht, haben sie Gels gehabt bei den Labestationen? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich glaube nicht. Das habe ich auch noch mitgehabt. Aber ich habe nicht geschaut, was sie sonst zum Essen gehabt haben, weil mein Plan war wieder nur Gels und Flüssigkeit. Also ich habe nur Cola gesehen. Ja, aber vielleicht habe ich das andere ausgeblendet, weil es nicht vegan war. Weil du so einen Tunnelblick gehabt hast, dass du einfach die Zahlen ausgeblendet hast. Sonst muss ich sagen, auch die Siegerung und alles war eigentlich cool gemacht. Das Einzige, und das haben wir schon dem Veranstalter auch gesagt, wenn das Einser-Menü Brotwürstel ist mit Brot und das Zweier-Menü halber Zehntel mit Brot und Ende, also nicht einmal Pommes oder Salat oder irgendwas. Es ist halt, wenn du noch als Veganer dort bist, an einem Sonntag im Gebüsch ein bisschen scheiße, weil du kriegst nicht einmal ums Eck irgendwas zum Essen, sondern du hast halt echt einen Hunger dann. Ja, aber dann sollen sich die Körnelfresser nicht so anstellen und einmal was Gescheites essen. So gutes Bratwürstel hat noch niemanden geschaut. Wir kommen nächstes Jahr einfach mit dem eigenen Foodtruck vorbei. Eine gute Idee, aber muss ich sagen, da ist der Ötscher und die Feitsch, sonst tut er mal kurz hinschauen, sind beide nämlich, haben da wirklich immer was Cooles zum Essen, sehr, sehr löblich, das wäre cool und ich gehe davon aus, dass wir nächstes Jahr irgendwas zum Essen kriegen, also da freue ich mich drauf. Und was ich noch erwähnen möchte, weil ich es einfach wirklich cool gefunden habe, das ist die Medaille. Du kriegst eine normale Medaille, die auch von innen lokal irgendwo gemacht wird, als Finisher. Dann kriegst du diese Staatsmeisterschaftsmedaille, die halt vom ÖLV, glaube ich, ist. Und dann, wenn du Top 3 in deiner Altersklasse bist, kriegst du dort vor Ort eine sehr relativ große Medaille, die du dann selber prägen kannst. Also
den lenkst du halt irgendwo drauf und du wuchtest da irgendwie einen großen Hammer auf dieses Prägedrum drauf. Und das ist schon ganz geil. Also einmal eine einzigartige Medaille. Hat es ausgezahlt, dass du für 34 laufen bist, für das, dass du selber prägen hast dürfen. Damit ich eine selbstgeprägte Medaille habe. Warum hängt jetzt nicht bei dir irgendwo im Hintergrund? Tut sie. Wo? Aber ich sehe sie nicht. Ah, okay. Du meinst, eine von den 500 Medaillen, da oben sind, das erkennt man. Man erkennt es nicht. Für alle, die jetzt natürlich nicht zuschauen können. Ja, eh. Sie kommt in die Shownotes, würde ich mal sagen. Der Peter muss ein Foto machen und darf es dann in die Shownotes klatschen. Ja. Und im Reel sieht man sie auch, da habe ich sie hergezeigt. Auf alle Fälle war das der Kainach-Bergmarathon. Ja. Und ihr habt ja das irgendwie zu eurem Credo gemacht und habt euch gedacht, wenn ihr schon in Kainach so schön zu zweit dort wart, dann macht das in Salbach auch und lauft dort auch quasi sowas wie gemeinsam. Zumindest dasselbe Rennen. Genau. Dafür ist der Trainer einfach zu langsam. Also er kann zwar vielleicht ein bisschen trainieren, aber laufen selber ist halt nicht so seins. Nein, ich bin nicht so langsam. Der Peter ist zu schnell, weil er von mir gecoacht wird. Ist doch klar. So. Ja. Hast du gehört? Der schnell gecoacht. Ich glaube, das war das erste Mal, dass er es indirekt zugegeben hat. Ich muss alles sehen, was ich kriegen kann. Wie lang, wie hoch, wie weit? Genau, Saalbach, Sky Trails and Trail and Sky Race, so heißt es. Und Sky Marathon war das, was wir gelaufen sind. Da gibt es verschiedene Längen bei diesem Event. Und zwar den Sky Marathon, das sind 13 Summits, den man eben rund um Saalbach und Hinterglemm erläuft. Dann gibt es einen Soul Race, glaube ich, heißt das Ding. Dann gibt es den Six Summits, das ist eine kürzere Variante, Sky Race und Six Summits Speed. Und dann gibt es noch ein Vertical plus ein Dreifach-Vertical. Lustig an der Geschichte ist halt, das 13 Summits sind 47 Kilometer, 3500 Höhenmeter. Dieser Soul Trail, das ist 9 Kilometer mit 450. Dann das Sky Race sind 20 Kilometer mit 2100. Das ist recht knackig. Der Six Summit Speed sind 16 Kilometer mit 1100 und dieser Vertical ist 3,3 Kilometer mit 1000. Beziehungsweise der Dreifach ist 9,9 Kilometer mit 3000 Höhenmeter. Da läuft man nämlich den Schattberg geradeauf und wenn man oben ist, steigt man in die Gondel, fährt runter, läuft das Ganze wieder auf, steigt in die Gondel, fährt runter und lauft es noch ein drittes Mal rauf. Das heißt, du hast alle Nachteile von einem Lauf ohne auch nur einen geringsten Vorteil. Super! Ja, Bergablaufen ist per se kein Vorteil. Doch, das ist toll. Dazu muss man sagen, dass diese Vertical-Geschichten, der Sieger oder die schnellsten laufen da eine Runde, also einmal auf in 40 Minuten ungefähr. Und das halt dreimal hintereinander. Und da muss ich schon sagen, 10 Kilometer mit 3000 Höhenmeter in 2 Stunden ist nicht geschreckt. Und wir haben halt diesen ganz langen gemacht, die 13 Summits. Das heißt, du laufst am Anfang eben auch diese 3,3 Kilometer nach oben. Das ist wirklich gerade rauf, die Skipisten im Endeffekt. Die ist durchaus steil. Und hast du auch nur 40 Minuten raufgebracht? Nein, aber ich war mir nicht ganz sicher, ob der Christoph das vorhat. Weil wir sind hinkommen am Tag davor und wir haben gewusst, okay, das Wetter wird nicht ganz so schön.
Und am nächsten Tag in der Früh haben wir die Gewissheit gehabt, das Wetter ist nicht ganz so schön, weil es hat die ganze Nacht schon geschüttet. Und wir sind um 6:30 hat es Race Briefing gegeben und die haben schon gesagt, ja, einen der Gipfel, die Nummer 10, das ist so eine Hin- und Zurückgeschichte, weil da gibt es keine zwei Wege, da gibt es nur einen rauf, den lassen wir aus, weil da ist es schon zu rutschig, das geht nicht, da sparen wir uns ein paar Minuten, das haben sie abgekürzt. Und da haben wir uns schon gedacht, Und ja, oben hat es 8 Grad, 8, 9 Grad. Und es regnet halt. Ja, das regnet, haben wir gewusst, weil wir waren schon angezogen mit allem, was wir gehabt haben, an Regenbekleidung, also an Regenjacken, und war halt schon beim Start eher überschaubar schön. Und dann haben wir den Ausführungen des Race Directors dort gelauscht, der uns dann halt auf diesen Schattberg-Express raufgeschickt hat. Also zumindest alle, die das nicht umgemeldet haben am nächsten Tag, weil das haben einige gemacht. Ja, und dann sind wir losgelaufen und dann immer laufen 2, 3 ziemlich schnell voraus. Ja, und einer von den 2, 3 war halt der Christoph. Es war kalt. Ich wollte nur mal warm werden. Ja, zu meiner Verteidigung. Was ist passiert zwischen, ich kann nicht mehr auf der Geraden gehen, weil mir die Hüfte wehtut, und ich renne wie ein Berserker los und versuche die Sub 40 auf den ersten 3,3 Kilometer anzugreifen? Ja, ich habe brav in Yoga investiert und an meiner Beweglichkeit gearbeitet und war. Du hast da Yoga-Video angeschaut? Ja, es waren 2, okay. Hast mitgemacht auch, oder hast du es nur angeschaut? Nein, es ging diesmal eine Spur besser, muss man sagen. Ganz fit bin ich noch nicht, also ich freue mich jetzt schon auf den Osteopathen. Aber ja, wie gesagt, und ich konnte auch nichts dafür, ich bin halt in der ersten Reihe gestanden. Ich habe mir gedacht, bevor wir jetzt alle niederrennen, ja, renne ich halt mal los. Ja? Damit du dich selbst niederrennst. Damit du nicht im Weg stehst, da ganz klar. So, ne? Ja, so. Ja. Ja, und wir waren ja nicht alleine dort, sondern es war ja vom Team der Robert und die Sabrina auch da, die dann auch gemeinsam gelaufen sind, weil die haben ja gemeinsam schon den Großglockner Ultra gemacht, die 85 Kilometer, ja. Bei ähnlichem Wetter. Also die haben das Wetter gut gepachtet schon. Und ich glaube, in Saalbach war sicher besseres Wetter als beim Großglockner, oder? Ja. Also, ja. Einfach nur ja. Alles, was man gesehen hat vom Glockner, so schlimm war es nicht. Und wir haben ja auch eine Folge mit Sabrina rausgebracht, und für Robert müssen wir nochmal festhalten, das Leitergebirge ist das schönste Gebirge Österreichs. Das ist wohl wahr, und ich glaube, dass der deswegen immer ins Ziel kommt und jeden Berg schnupft, weil er hat einfach am Leitergebirge trainiert. Also Leute, wenn es nicht wirklich gut seid beim Berglaufen, zum Leitergebirge. Macht dort eure Bergintervalle. Ja, wir planen da auch schon ein Leistungszentrum Leitergebirge. Ja, ein Leitungszentrum quasi. Ich habe letztens ein YouTube-Video gesehen, dass der Jim Wormsley jetzt für ein UTMB, für das, was er wieder angreifen will, hat er im Leitergebirge trainiert, weil er gemeint hat, das sind die idealen Voraussetzungen dafür, dass er am Franzosenhügel wirklich gescheit rauf und wieder runterkommt. Also ich meine, ja. Wenn der Jim das sagt, das sind nicht meine Worte, das waren Jims Worte, von daher. Ja. Und wir verstehen ihn natürlich. Gleich Jim Beam. Ja, genau. Ja, der Kilian traut sich ja nur nicht. Weil er kann nicht am gleichen Ort trainieren wie der Jim. Ja, und für den Kilian ist er ein bisschen zu technisch, hat er mal erzählt. Das kann sein, ja. Aber gerade am Anfang, wenn es da vom Gipfelkreuz rechts abbiegst und dann wieder links oben, das ist halt ja, ziemlich. Das ist eine ziemlich hackige Stelle. Also da muss man schon geübt sein. Ja, ja. Also, aber gebt euch das Leitergebirge, ihr werdet es lieben. Jo, auf alle Fälle. Der Christoph, er ist mir dann ein bisschen aus dem Blick, ich glaube, es hat zu gekränkt, aber so nach 100 Liftstützen habe ich ihn nicht mehr gesehen. Ich bin mir nicht sicher, ob er nach vorne oder nach hinten weggelaufen ist. Ich glaube, ja. Man dachte, jetzt bin ich warm, der Platz ist genug für alle. Ich stelle mich kurz auf die Seite und lasse mal das Feld vorbei.
rollst es dann von hinten auf. Dann hast du gedacht, du hilfst im Letzten, der die Leute dann einsammelt, ein bisschen mit und gehst mit ihm mit, und damit er nicht so alleine ist. Ja? Genau, ich meine, das war ein Kollege aus dem Norden, den habe ich dann ein bisschen unterstützt. Am Ende des Feldes kann man ja auch nicht so sein. Ne? Ja, ich muss sagen, mir fällt immer wieder auf, was für eine hochsoziale Ader du hast. Und ja, danke. Das ist schon das, was dich als Trainer eigentlich stark macht. Deine Empathie und wie du auf die Leute zugehst. Ja. Ja. Ganz stark. Ja. Service ist endlich Success. Erkennst du mal, wer. Ja. Die Leute glauben alle, dass du so ein bisschen ein Prolet bist, aber das stimmt eigentlich nicht. Nein, überhaupt nicht. Er ist umsorgend, wie so ein wohliger Hühnerschoß. Mit Federn ausgeschmückt und ja. Ich glaube auch, dass seine Schützlinge quasi als Vaterfigur anerkennen, weil er quasi diese Wärme ausstrahlt und die man quasi beim Vater ausstrahlen kann. Definitiv. Auf alle Fälle, auf diesen ersten 3,3 Kilometern sind die ersten zwei, also die sind wirklich gleich am Anfang weggelaufen. Und ich glaube, die sind also auch ganz aufgelaufen. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich habe es nach 200 Metern nicht mehr gesehen. So schnell waren die weg. Und die haben das dann auch, glaube ich, durchgehalten. Und dann ist irgendwie so eine, Zweiergruppen sind dann noch dahergekommen, bis nach oben. Also immer mit angesehen ein bisschen, habe aber gleich gemerkt, so noch die ersten 500 Höhenmeter, naja, da gehen wir nicht ganz mit, weil sonst da ist es dann doch schnell mal vorbei mit dem Spaß. Vor allem, weil in meinem Training Peaks drinnen gestanden ist so die ersten 30 Kilometer maximal 150er Puls laufen. Und dann mich nicht zu stören, weil am nächsten Tag ist noch ein längerer Lauf. Ich sehe, der Trainer hat den richtigen psychischen Trick angewandt. Er hat gemerkt, wenn er da 160 einschreibt, dann laufst du 170. Jetzt schreibt er da 150 drauf, damit du 160 laufst. Hat es funktioniert? Genau so war es. Und? Ja. Hat es funktioniert? Ja. Also es waren dann die 160. Grob. Grob, also zumindest die ersten, was haben wir da? Naja, die ersten 10 Kilometer. Du bist viel zu leicht zu manipulieren, Peter. Ja, ich habe einfach gewusst, wenn ich schneller noch raufgehe, dann bin ich wirklich tot. Und die 160 da drauf haben sich echt anstrengend angefühlt, weil eine Skiwiese nach oben klettern, wenn es tieferer Boden ist und es regnet, ist jetzt gar nicht so einfach, wie man meint. Das kann man vorstellen. Und die Skipiste ist halt wirklich, wirklich steil meistens. Also ja. Das ist zart. Und dann bist du oben auf gleich einmal 2000 Meter, glaube ich, am Schattberg. Und ich glaube, dass das dort oben wirklich schön ist. Ich habe mir die Fotos von den letzten Jahren angesehen. Ich glaube, dass die Gegend und dass dieser Lauf wirklich, wirklich schön ist. Ich kann es nur nicht genau beurteilen, weil wir haben es nicht gesehen. Und wenn wir sich ganz ehrlich sind, so was wir, wie wir dich in den vergangenen Folgen auch immer kennengelernt haben, eigentlich war es da früher auch immer wurscht. Mir auch heute noch wurscht, aber ich glaube einfach für Menschen, denen das taugt, dass es dort echt schön ist. Was ich behaupten kann, ist, dass alles, was ab dann kommt, also ab der Bergstation vom Schattberg, trailmäßig, also die Wege und die Single Trails wirklich geil sind. Die Aussicht weiß ich nicht, es war mir auch wurscht. Es war neblig, es war kalt, es hat glaube ich 5 Grad gehabt, hat geregnet und war rutschig. Aber die Trails waren geil. Technisch? Die waren nicht so untechnisch. Also wenn du es gemütlich angehst, dann ist es glaube ich nicht schwierig. Wenn du das ein bisschen auf Druck laufst, dann musst schon schauen, was du tust. Ja. Wie hast du erlebt, Christoph? Also es war durchwegs laufbar und auf keinen Fall vergleichbar mit dem Gehgut. Ja gut, der Gehgut, also das ist der eigene Maßstab. Ja. Ja. Aber ja,
Aussicht wäre schön gewesen, also ich hätte mich schon sehr gefreut drüber. Also muss wirklich traumhaft sein, weil du ja wirklich, so wie der Titel des Laufes ja schon sagt, wirklich, du laufst von Gipfelkreuz zu Gipfelkreuz und da muss schön sein. Also die Aussicht muss der Hammer sein, das war uns leider verwehrt und laufbar. Ja, natürlich, wenn du das auf Angriff laufst, ist es teilweise sicher herausfordernd. Das war eine Stelle, die war wirklich ja, seilversichert, wirklich richtig am Grat, also links, rechts, runter, nur Felsen, das war dann schon etwas schwierig, sage ich mal, aber ansonsten, ja. Schön laufbar, ja. Naja, das Schwierigere war einfach, dass die Felsen rutschig waren. Also wenn es trocken ist und schön, ist es, dann ist wirklich ja diese eine Stelle, von der du redest, wo du ein paar Mal noch nämlich auch hin und her wechseln musst von der Seite vom Seil. Ja. Nicht ganz so einfach. Aber sonst, also schwieriger war es halt einfach, weil du bei jedem Stand vorher wissen hast müssen, du könntest jetzt auch wegrutschen. Also setze deine Füße mit Bedacht. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, der steht auf meiner Liste. Also der ist, glaube ich, wirklich... Was ich so bis jetzt davon erlebt habe, sollte ja wirklich, wirklich geil sein. Und wenn man das macht, das haben wir dann im Nachhinein festgestellt, sollte man wahrscheinlich nicht Freitag fahren, hinfahren, am Samstag heimfahren, sondern Freitag hinfahren, weil am Samstag halt in der Früh Start ist. Dann am Samstag einen der zwei Läufe machen, die es halt gibt am Samstag. Das ist entweder dieser Soul Run, weiß ich nicht. Soul Train, glaube ich. Ja, mit 9 Kilometern, der wäre zum Aufwärmen, oder den langen. Und am zweiten Tag einen zweiten Lauf machen. Dass du wirklich sagst, ich mache ein Rennwochenende. Mhm. Dass du vielleicht den Soul Trail machst und dann den Vertical oder diese Six Summits. Oder du machst am ersten Tag den langen und am zweiten machst du einen kurzen, einfach nur zum Genießen oder so irgendwie. Ich glaube, das kann ziemlich cool sein und es ist vom Startgrad her, ist es okay. Also das ist jetzt dann nicht irgendwie, dass du sagst, du schmeißt Unsummen raus. Ja, der steht wirklich ganz oben auf der Liste. Also kann man gut und gerne machen. Auf alle Fälle, du bist dann auf diesem oben einmal auf dieser zwischen den Gipfeln und laufst dann halt wirklich von Gipfel zu Gipfel. Du hast nie mehr, würde ich mal sagen, als 200, 300 Höhenmeter im Anstieg und dazwischen halt immer wieder Downhills. Also sprich, es wellt zwischen den Gipfeln hin und her und dort macht es dann auch nicht großartig was aus, weil man weiß es. Man weiß einfach, okay, das sind 13 Gipfel, du weißt, dass du 13 Mal auflaufen musst, weil sonst da war es ja kein Gipfel, das ist okay. Das heißt, das stört einen jetzt dann nicht großartig. Man weiß, da geht es jetzt nicht groß oben, sondern es geht ganz am Schluss oben und vorher nicht. Hätte man keiner auch gewusst, wenn man sich informiert hätte. Oder wenn man schon mal gelaufen wäre, gell? Wir tauschen echt immer mehr Rollen, ne? Ja, wohl wahr. Aber auch in allem, ich trainiere derzeit nicht so viel, du trainierst recht viel und regelmäßig. Irgendwie, wir sind quasi wie Körpertausch. Verdammt. Du hast verloren. Jetzt stecke ich in deinem Körper. Oh ja, selber Mist. Schuld. Verdammt. Wie konnte mir das passieren? Ich trinke nie wieder was. Ja, selber Schuld. Plötzlich steckt man in einem anderen Körper. Und dann auch noch meiner. Ja. Das passiert die Leute sonst nur in der Disco. Ja, dass plötzlich in beim anderen drinnen stecken und wissen nicht warum. Auf alle Fälle, lustig war eben, dass die ersten 5 oder so weg waren und dann sind wir, das war die zweite größere Gruppe quasi, von mir plus noch 5 Personen, wir sind zusammengelaufen im Endeffekt. Vom ersten Gipfel weg, weil da haben wir uns schon Kurven gegenseitig die Regenjacken anziehen. Das ist gar nicht so leicht, wenn du schon kalte Finger und nasse Handschuhe hast. Und
das hat sich dann relativ lang gehalten. Also das waren zwei Norweger, die offenbar Urlaub in Saalbach gemacht haben. Also Gott sei Dank waren sie am nächsten Tag, glaube ich, noch dort, weil an dem Tag haben sie nichts von dort gesehen, außer Nebel. Der Dominik, das ist jemand aus Deutschland, mit dem wir lang gelaufen sind, und dem Mario, mit dem bin ich gemeinsam dann sogar ins Ziel gelaufen. Da gehen liebe Grüße raus, war sehr lustig. Plus die Lisa, die wir auch in Bälde bei uns haben, die eine richtig gute Downhillerin ist. Also wir haben dann die nächsten, weiß ich nicht, 6 Gipfel oder so, hat das Szenario immer gleich ausgeschaut. Wenn es bergauf gegangen ist, sind der Mario und der Dominik vorausgelaufen und wir sind hinten, haben geschaut, dass wir dranbleiben, und die zwei Norweger dann auch irgendwo. Und dann ist es bergab gegangen, der Dominik und der Mario sind auf die Seiten gegangen, und dann ist entweder die Lisa oder ich, je nachdem, wie wir es uns ausgemacht haben, vorausgelaufen und der zweite hinten nach. Und wenn wir unten waren und den Gegenanstieg wieder gekommen ist, waren wir so 200 Meter vorn. Und dann sind die anderen wieder langsam aufgeschlossen, bis wir wieder oben waren, und dann hat das Ganze wieder von vorne angefangen. Das war so ein ganz langer, so ein Tiermonika-Effekt, der die ganze Zeit dahingegangen ist. Das war ziemlich lustig, muss ich zugeben. Weil sie hat nach dem ersten Downhill, hat sie sich umgedreht und hat gesagt, jetzt hat sie mal schauen müssen, wer da hinten nachkommt, weil normalerweise passiert ihr das nie. Und das war tatsächlich sehr, sehr amüsant. Also wir hatten viel Spaß. Ja, und das haben wir gespielt bis zum Metallkugel, glaube ich, heißt das Ding, oder so. Mandlitzkugel, das ist, glaube ich, die Nummer 8 oder so gewesen. Und dort hat der oben gesessen ist, also an dieser Stelle herzliche Grüße an alle Helfer, die waren wirklich arme Schweine, weil die sind dort auf 2000 Meter oben gesessen, allein im Wind, bei Regen. Ja. Ja. Ohne Bewegung. Also, ja, schlimm. Größter Respekt. Und dort waren halt, da sind halt auch keine Hitten, gell? Die sind einfach dort. Der eine mit einem großen Schirm in der Hand hat er gegen das Wetter gekämpft. Und die haben uns dann gesagt, ja, Strecke ist verkürzt oder geändert. Und wir werden nach irgendeiner Scharte, nach der Murnauer Scharte quasi ins Tal runtergeführt, weil die letzten, ich glaube, 3 oder 4 Gipfel, dort gab es schon Murenabgänge und es ist einfach zu gefährlich. Weil es zu rutschig ist und zu tief der Boden. Und dann sind wir einfach nach ein bisschen mehr als der Hälfte über eine Forststraße und am Schluss dann einen Radlweg quasi durchs Tal aussehen, geführt worden wieder ins Ziel. Und es waren dann statt 47 waren es 36 oder 37 Kilometer, so irgendwas in die Richtung, und 1000 Höhenmeter weniger. Waren aber noch immer 2500 Höhenmeter, soweit ich das auf Strava richtig gesehen habe. Genau. Also es war jetzt da trotzdem nicht unspannend, und es hat eine Zeit gedauert natürlich dementsprechend. Ja, also schon knackig. Du warst irgendwie 5,20 unterwegs, wenn ich das genau, richtig erinnere. Genau, 5,15 war ich im Ziel. Wie gesagt, sorry Lisa, wir wollten eigentlich zu dritt ins Ziel laufen, weil wir bis ein paar Kilometer vom Ziel waren wir zu dritt, also der Mario und ich und die Lisa, und dann haben wir trotscht und plötzlich war es weg. Das war keine Absicht. Peter, der Gentleman. Ja, wir haben das natürlich nur gemacht, damit sie nachher die besseren Zielfotos kriegt, wenn das wir zwei alten Typen da nicht das Foto kaputt machen. Haben uns gedacht, wir laufen schnell vor und gingen aus dem Weg. Das war der Hintergrund. Natürlich. Genau. Ja. Aber du, Trainer, bist du dann auch nur mit ein bisschen was über einer Stunde Verspätung ins Ziel gekommen? Ich bin dann ein bisschen später nachgekommen. Ich habe noch ein bisschen die Landschaft genossen. Es hat teilweise dann ja ganz leicht aufgerissen, also irgendwo weiter hinten. Also so 500 Kilometer weiter entfernt.
Und ja, ich habe mir einmal kurz verkoffert, also das auch noch dazu. Aber du warst aber sehr glücklich darüber, oder? Hätte es gerade auch nicht fett gemacht. Ich war sehr glücklich darüber, dass ich noch jemanden gesehen habe, weil, naja, es waren halt dann nicht mehr so viele Leute in meiner Gegend, ne, bei der Roten Laterne. Insofern, ja, habe ich dann doch noch das Glück gehabt, jemanden irgendwo zu entdecken und den richtigen Weg wiederzufinden, weil sonst wäre es wahrscheinlich nicht so gut ausgegangen und ich wäre da falsch weitergelaufen. Und so habe ich dann doch noch den richtigen Weg zurückgefunden beim letzten Gipfel. Da war ja eine Spur zu schnell, glaube ich, über den Gipfel drüber. Da habe ich die Abzweigung nach rechts versäumt. Du hast nicht genug Bodengrip gehabt und bist Genau, die Kurven, ja, die haben wir nicht geschafft. Ja. Das ist aber der Fluch, wenn man so schnell unterwegs ist. Ich kenne das. Du kannst das oft nicht wirklich kontrollieren. Ja. Dem Peter ist das nicht bekannt, weil bei Peter seinem Schneckentempo, da wischt jeder Kurven. Ich habe das Problem nie. Ich bin ja eher auf der Geher-Seite unterwegs. Ich sage immer nur Trailrunning dazu eigentlich. Gehe ich spazieren am Berg. Aber gut, man hat das ja schon am Start mitbekommen. Ich meine, Trainer setzt da lockeres Tempo und der Peter glaubt, du rennst irgendwie unnötig schnell voraus. Genau, also da sieht man schon, dass er auch das Auge für die Geschwindigkeit gar nichts hat. Das ist wohl wahr. Ja. Interessant das, ist noch... Das Warm-up, ne? Das Warm-up fehlt dann auch. Ja, bei dir, Christoph, war das ja quasi das Training für den Transalpin-Run. Bei der Robert war ja auch wieder mit und ich mochte den Transalpin-Run zusammen. Das ist korrekt, hat es mit diesem Teamlauf, wo man nie weit auseinander ist, gut funktioniert? Ja, wunderbar, wunderbar. Wann habt ihr eigentlich euch das letzte Mal gesehen? Naja, eh am Samstag, ne? Also beim Start und im Ziel. Ich wollte gerade sagen, beim Ziel habt ihr sicher noch gesehen. Ja, weil wir haben auf den Christoph gewartet und haben Fotos vom Zieleinlauf gemacht. Aber dazwischen haben sie sich, glaube ich, nie gesehen. Na gut, das muss man, also das, so lang wie ihr zwei schon gemeinsam lauft, ich meine, da muss man das jetzt nicht mehr trainieren. Nein, da kann nichts passieren und man muss ja entschuldigenderweise dazu sagen, der liebe Robert, der war natürlich abgelenkt von der Sabrina und da wollte sie natürlich keine Blöße geben und mit ihr mithalten, das ist ja klar. Ja. Und, also das und sei ihm verziehen, ja. Und noch einmal, wer am Leitergebirge trainiert, der hat einfach ein anderes Niveau gewohnt und der kann sowieso dann mit so einem Bisonberg rauf und runter Hüpferer wie du in der Piste natürlich nichts anfangen. Keine Chance. Ja. Also da muss man wirklich sagen, vielleicht sollte ich auch ab und zu meine Trainingsläufe dorthin verlegen, damit dann auch ein bisschen was weitergeht. Noch Potenzial. Ja, man sieht das ja auch am Neuschwander, der ist ja auch von Frankfurt in die Berge gezogen, damit er bessere Trainingsbedingungen vorfindet. Und also ich wollte das schon länger sagen, habe mich jetzt aber hier auch nicht öffentlich immer traut. Ich lege da auch einen Umzug ins Leitergebirge, ehrlich gesagt, nahe, weil ich sehe sonst schon, dass du stagnierst und da irgendwie bald ein Plateau erreichst. Ja, wobei der Neuschwander nächstes Jahr, glaube ich, beim Western States wieder angreifen will. Ich bin mir nicht sicher, ob der nicht noch von Bayern zum Leitergebirge zieht. Für den nächsten Schritt. Er hat mich schon gefragt, weil er halt schon mitbekommen hat über den Podcast, dass wir da gute Verbindungen haben und dass wegen einem Gym sein Video der neue Hotspot ist. Und ich glaube ja fast, dass man irgendwie so eine Art Reisebüro-Umsiedelungsagentur aufmachen sollten. Ich gehe davon aus, also hört euch ja die Folge an von diesem Trailrunning in Äthiopien auf den Hochplateaus und den Höhentrainings. Ungefähr sowas kann ich mir schon gut vorstellen, dass wir dort vielleicht auch mal aufziehen und einfach sagen, okay, was der Heile dort kann, können wir da auch. Gut, das hat der Christoph eh schon vorher gesagt. Also ich glaube, das ist eine zukunftsträchtige Idee. Ja, definitiv. Mhm. Robert, das muss jetzt ein paar Euros wert sein. Grundsätzlich dann, für dich, Peter, war es ja auch wieder nur ein weiterer Trainingsvorbereitungslauf für den Julian Elbs. Grundsätzlich zufrieden. Ich habe jetzt nicht gesprochen, mit welcher Zielsetzung da du reingegangen bist, aber sonst grundsätzlich. Also ich bin mit 7 Stunden 30 ungefähr, wäre so die Idee gewesen, dass ich ins Ziel komme.
Aber nachdem ja die Strecken sich geändert hat und also wieder erfahren habe, dass ich die Strecken geändert habe, habe ich quasi kein Zeitziel mehr gehabt, weil ich überhaupt nicht einschätzen habe können, ist es jetzt leichter, schneller, höher, keine Ahnung. Und nachdem wir gewusst haben, nach vorne ist nichts mehr los und von hinten kommt auch keiner mehr, sind wir zügig ab Kilometer, weiß ich nicht, 20, 22, 23 gelaufen, also weitergelaufen, ins Ziel gelaufen auch, den letzten 10, 12 Kilometer. Aber wir haben weder versucht, uns gegenseitig irgendwie zu verhatzen, noch haben wir irgendwie auf Teufel komm raus geschaut, ob wir noch Minuten rausholen können. Weswegen es mir eigentlich nach dem Rennen auch ganz gut gegangen ist. Und bin sehr zufrieden. Also bin als Siebter ins Ziel gekommen und ja, kann man lassen. Passt. Ja. Gratuliere. Tadellose Leistung. Super gemacht. Gratuliere. Du machst den Podcast stolz. Wenn ich schon abdanke, dann machst du wenigstens den Podcast stolz. I do my best. Das ist gut. Guter Junge. Jo, Christoph ist auch wieder ins Ziel gekommen, also jetzt zweimal hintereinander. Das ist jetzt durchaus erwähnenswert, muss ich sagen. Also, wenn du jetzt noch die Statistik hättest, seit wie lange das ist, dass der Christoph bei zwei Rennen hintereinander ins Ziel kommt, dann vielleicht ja. Das erste Mal. Nobody knows. Wie hast du uns so schön in der letzten Folge mit dem Trainer genannt? Was? Der Cut-off Charlie und der Donut Flo. Ja. Der DNF-Flo. Die Bergziege hat sich da wochenlang darüber amüsiert, glaube ich. Wobei ein Cut-off hat der Christoph jetzt da nicht gerissen. Das hat schon passt. Ich meine, sie haben verkürzt, aber egal. Details. Ja, sonst wäre es spannend gewesen. Ja, das muss man schon sagen. Also der liebe Gunnar, richtig, mit dem ich da gelaufen bin, der war schon sehr in Sorge, ja, dass er das nicht ausgeht. Ja, und das Schlimme ist, bei dem Lauf ist der Cut-off, glaube ich, 12 Stunden und er startet um 7 Uhr morgens. Wenn du den Cut-off nicht schaffst, hast du hinten raus echt nicht mehr viel Zeit, bevor es finster wird. Das heißt, ich würde da jedem, der wirklich weiß, dass er nicht vorne mitspielt und der sich denkt, geht sich der Cut-off aus, ich würde jedem dann schon empfehlen, Kinder, die 50 Gramm, die eine Stirnlampe hat, schmeißt das euch einfach in den Rucksack rein. Das ist schon wurscht, aber im Zweifelsfall sitzt es nicht auf 2000 Meter oben und es wird finster. Das wäre nämlich eher ungünstig. Das stimmt. Weil um 7 Uhr am Abend oder um 7:30 ja natürlich, du bist am Berg oben, aber es geht halt dann auch schneller, als man glaubt, wenn man nicht mehr flott unterwegs ist. Dass es dann finster wird, ja. Ich hatte das letztens erst am Sonntag, ich mir ist wieder aufgefallen, dass es früher dunkel wird und ich bin halt so wie immer ohne Lampe weggelaufen und beim wieder zurücklaufen ist plötzlich finster geworden und das war sowas, oh mein Gott, der Sommer geht dem Ende zu, mein Gott, es wird ja wieder finster, ich müsste jetzt vielleicht wieder mal an eine Stirnlampe denken. Das war ein komisches Gefühl. Ach, einfach im Finstern trainieren, das ist gut für die Reaktion. Ja, eh. Ja, aber so grundsätzlich zu dem Lauf kann man nur sagen, Organisation auch da ganz gut. Also wenn man muss mal hinfinden zur Startnummernausgabe, aber gut, das muss man halt hinfinden. Am nächsten Tag, sie haben GPS-Tracker ausgegeben, also nicht nur mit Zeitmatten, sondern du hast im Endeffekt immer einen Tracker mit gehabt. Dementsprechend hat jeder auf der Seite dort verfolgen können, wo die Menschen gerade sind. Das hat relativ gut funktioniert. Ich meine, dem Wetter geschuldet und so sind manchmal die GPS-Signale, glaube ich, einfach verschluckt worden. Und man hat jetzt da nicht manchmal halt einfach Aussetzer gehabt. Ansonsten hat das eigentlich ganz gut funktioniert. Die Verpflegung, ich weiß nicht, ob es bei Schönwetter mehr ist. Sie war rudimentär, aber sie war durchaus, also man kommt durch damit. Also es war jede zweite Labestation, hat es Gels gegeben, glaube ich, und
Ja, es war ausreichend, hätte ich auch gesagt. Ja, Gels, den Umständen ISO, entsprechend. Ja, ja. Gels, ISO, Wasser und ich glaube Schokolade haben sie gehabt und noch irgendwas. Ich glaube Müsli-Riegel oder so irgendwas. Und Energy Drink. Und Energy Drinks und dazwischen bei den kleineren Laden, was halt auf am Berg oben nicht so leicht ist, dass du überhaupt Labe hinkriegst, haben sie halt Wasser und ISO hingestellt. Das waren unbesetzte Laden zum Teil. Aber man, aus einem großen Kanister dir Wasser oder ISO außer zum Schütten, das du brauchst jetzt nicht unbedingt einen technischen Assistenten, das kriegst du hin. Also ja, hat ganz gut funktioniert. Das mit dem Ableiten bei, also sprich, hey, wir, da musst du runter und bitte jetzt nicht mehr dem Weg folgen, sondern bitte diesen Schildern folgen und dann unten raus, hat auch ganz gut funktioniert. Natürlich war es dann im Tal, wo keine Markierung mehr war, hast du halt müssen selber schauen, wo dieser Radlweg entlang geht, weil den haben sie natürlich nicht markiert gehabt, weil sie ja bis vor, weiß ich nicht, 2 Stunden vorher nicht gewusst haben, dass man dort entlang läuft. Und Rest war eigentlich alles ganz, ganz, ganz nett, muss ich sagen. Also es war sicher keine groß aufgemachte Veranstaltung, aber sie war ganz nett und hat ganz gut funktioniert. Also kann man durchaus weiterempfehlen. Definitiv. Und es bietet sich, wie gesagt, ja auch an, das Ganze als Doppeldecker-Veranstaltung mitzunehmen oder Wochenende, weil es wirklich ja traumhafte Gegend dort ist. Ja, ja, und wenn's nicht zwingend die lange machst, bist du auch nicht so viel unterwegs, kannst noch irgendwas anderes machen. So. Also ist ja echt von den Distanzen her, glaube ich, für jeden was dabei. Ja, also wenn du am ersten Tag diese kürzere machst und am zweiten Tag von mir aus diese 6 Summit Speed oder irgendwas in die Richtung, bist wahrscheinlich am ersten Tag eine Stunde oder so unterwegs. Und dann musst du auch nicht am Freitag anreisen, sondern kannst am Samstag anreisen. Oder 2 Stunden und am zweiten Tag, wenn du nachher das Sky Race zum Beispiel machst, ja, dann bist du halt 3,5-4 Stunden unterwegs. Oder kannst auch eine kürzere Variante machen, wenn du wirklich einer von den wahnsinnigen Vertical-Menschen bist. Also, da ist für jeden was dabei. Du bist 40 Minuten unterwegs. Genau, du bist nur 40 Minuten unterwegs. Und da muss ja, glaube ich, keiner überlegen, dass er sagt, ah, nein, das schaffe ich nicht. Also gerade diese Soul-Trail-Geschichte, 9 Kilometer mit 450 Höhenmeter, das geht. Da macht man es halt langsam. Also das kann man durchaus auch, glaube ich, als Einsteiger machen. Ja, klingt gut. Ja. Sie haben auch aufgegriffen unsere Anregung, dass man nachher für die Pasta-Party oder im Ziel vielleicht einmal Obst nimmt oder veganes Joghurt oder Pasta ohne Ei. Also da war der Veranstalter auch sehr flexibel und hat gesagt, ja, nehmen wir es gern mit fürs nächste Jahr. Ja, soweit Saalbach. Ja. Flo, du warst weder in Saalbach noch in Kainach. Richtig. Was machst du eigentlich so den ganzen Sommer? Das ist eine gute Frage. Nicht viel, glaube ich. Nein, ich fühle mich wirklich wie so der Peter von vor 2 Jahren. Oder so musst du, so musst du dich gefühlt haben. Du, so du schnell oder so schön? Weder noch. Nein, ich trainiere sicher weitaus weniger, aber ich habe nur den, also nur der nächste einzige Wettkampf ist der Vienna Winter Trail, die 24 Kilometer mit 1000 Höhenmeter. Trainer, du weißt das, 1000, ich weiß nicht, ich glaube die Strecke ist auch noch nicht final. So, weil ich das letztens auf der Homepage gelesen habe, also 100%ig final. Aber auf das trainiere ich jetzt grundsätzlich hin. War jetzt ein bisschen passiert durch Urlaub, in dem ich zwar verhältnismäßig viel gewandert bin und halt nicht laufend unterwegs war. Und dann hat sich meine Geschicktheit wieder etwas eingestellt und ich habe mich vielleicht ein bisschen bis verletzt, weswegen ich dann noch eine halbe Woche länger pausieren musste. Magst du uns erzählen, wie? Naja, diesmal war es gar nicht so
geschickt, glaube ich. Wir sind am Freitag. Ja, erzähl mal und lass die Zuhörerinnen selbst beurteilen. Okay. Wir sind am Freitag, also wir waren in Schladming auf Urlaub. Übrigens, wunderschöne Gegend. Also dort kann ich mir auch einen relativ geilen Traillauf vorstellen. Egal. Und wir waren dann im Satteltal und sind dort weggegangen und da ist so ein Kuhgatter, glaube ich, heißt das mit. Also es gibt ja diese Weidezäune und drunter hast meistens auch diese Metallstreben, damit die Kühe nicht drüber gehen. Ich glaube, es heißt Kuhgatter. Ich bin mir nicht sicher. Und ich bin mit dem Sohnemann da drüber, weil der Abstand zwischen den Holz-Dingen, mir fällt das Wort nicht ein, relativ groß war. Also habe ich in Junior drüber buxiert und dann ist meine Freundin hinten nach im Kinderwagen und ist da stecken geblieben in dem Ding. Und ich habe gesagt, ich helfe da, bin hingegangen, wollte den Kinderwagen in die Höhe heben, damit ich ihn drüber tragen kann. Und in dem gern Schritt zurück und lande quasi zwischen zwei so Holzdingen in der Mitte, habe ich mich quasi auf das Ding draufgesetzt und habe mir mein rechtes Bein ziemlich aufgeschürft. Also mein Freund hat gemeint, man sieht den Knochen, so tief war es dann doch nicht, aber es war schon, ich habe mir sicher schon eine gute Hautschicht mir da runtergekratzt. Und es ist auch heute noch nicht verkrustet und wirklich zu, und das ist jetzt fast 2,5 Wochen später. Ja, es ist schon ein Zeitl her, und aber du hast die quasi auf eine dieser Planken drauf. Ja, ich bin im Endeffekt auf einer drauf gesessen. Wie genau das passiert, es ist so schnell gegangen, ich bin einen Schritt zurück und plötzlich sitze ich auf dem Teil und merke, dass mir recht ziemlich wehtut, mir das Blut runterrinnt. Und mehr kann ich da, ich weiß auch gar nicht, wie das genau passiert. Ich weiß nur, dass der Abstand, also man kennt das ja von Trailläufen, da läuft man oftmals, wenn man in so weite Gebiete reinläuft, also drüber, die Abstände waren aber nie so groß, dass da ein Fuß wirklich reinpasst. Ich habe jetzt nicht den größten Fuß. In dem Fall war das schon so. Und bin halt da rein und dürfte irgendwie dann mit meinem Schienbein oder mit Teilen meines Schienbeins halt voll an dem runter, ich weiß nicht, die dürfte irgendwie ankommen sein, und dann hat es halt voll auf, extrem aufgeschürft. Und links habe ich einen blauen Fleck gehabt auf dem Oberschenkel. Ich kann aber nicht genau sagen, wie es passiert ist, weil das ist so schnell gegangen, das habe ich alles nicht irgendwie checkt in dem Moment. Ja, also bam, 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 sitzt du auf deinem Damm. Richtig. Ja, und ja, das Training macht grundsätzlich Spaß und ich freue mich auch schon auf den Wintertrail, aber ich habe jetzt per se jetzt nicht so den Druck. Theoretisch hätte ich Dienstag, Mittwoch, wenn ich laufen hätte müssen, hätte ich schon laufen können, aber das Bein hat halt schon noch ein bisschen, oder die Wunde hat schon noch ein bisschen wehgetan. Sie hat gemeint, also ich war dann noch bei der Ärztin und habe mir die Wunde anschauen lassen, und hat gemeint, man kann schon, aber wenn halt Schweiß reinkommt, kann es sein, dass weh tut. Und ganz ehrlich, dann habe ich auch, dann war es von der Zeit jetzt auch so, dass mir nicht unangenehm war, dass ich jetzt dort 2 Tage posieren musste. Wie geht man als Trainer eigentlich mit solchen Schützlingen um? Na, ich habe da vollstes Verständnis. Der arme Flo, bevor es wehtun könnte, ja, die Abschürfung, ja, wenn da irgendwie sich vielleicht dann ein Staubkorn drinnen verhängt, Verheddert. Stell dir mal vor, das geht nicht mehr aus. Ihr könnt mir beide ziemlich die Bock aufblasen, wisst ihr? Ja, weil dann wäre die Bock so groß, dass sie nicht da durchfallen würden. So vielleicht. Ja. Nein, aber es war definitiv mehr so eine, es war schon eine richtig gescheite Wunde, die ich so noch nie hatte. Also ich war die oberste Hautschicht und so war definitiv weg. Ja, ich bin wirklich froh, dass nicht mehr passiert ist und dass du wieder jetzt voll im Training bist und wieder zurückgefunden hast zu alten Stärken. Und ich hoffe doch, dass du den Wiener Trail Run machst und nicht den Winter Trail. Also sonst. Habe ich Winter Trail gesagt? Ja. Okay. Da ist er fast, wird von denselben Leuten organisiert, also das ist jetzt nicht so genau zu nehmen. Nein, den Wiener Trail, okay, natürlich. Im Oktober. 16. Oktober, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ganz genau. 24 mit 1000. Ja, es waren einmal auch 1500 angeschrieben, Höhenmeter. Und ich habe aber letztens, wie ich mir das Profil nochmal anschauen wollte, gelesen, dass sie noch überlegen und dass es sein kann, dass es noch Änderungen gibt, wenn ich richtig informiert bin. Ganz genau, ja. Willst du den auf Angriff laufen? Bitte? Ja, den will ich schon auf Angriff laufen. Also wir haben jetzt auch dann
das ist der letzte Wettkampf, auf dem wir hintrainiert haben, war ja der Mozart, wo wir so ein bisschen, sag ich mal, experimentiert haben, wie wenig Training, Laufkilometer und Höhenmeter kann ich trotzdem noch einen 80 Kilometer Ultra finishen. Es ist sich irgendwie ausgegangen, es war schmerzhafter als die letzten Jahre, wo man gescheit trainiert hat, aber es ist gegangen. Und es war aber schon teilweise, wenn es halt um 5 in der Früh zwei Tage hintereinander weglaufst und dann um die 30 Kilometer laufst, auch nicht immer so, dass man dann quietschvergnügt war den ganzen Tag. Und deswegen war es mir auch nicht unrecht, auch ein bisschen weniger Umfang zu haben. Und mir auch grundsätzlich diese Intervalle, die wir so im UTMB-Stil gehabt haben, recht Spaß gemacht haben, diese 30 Sekunden on, 30 Sekunden off oder diese Bergsprints und solche Geschichten. Und Trainer kann das vielleicht eh noch ein bisschen ausführen, aber zu denen haben wir ein bisschen zurückgefunden, um da beim Vienna Trail anzugreifen. Ja. Genau, wir werden jetzt halt mehr wieder an der Geschwindigkeit arbeiten und ich bin es ja auch abgelaufen bereits. Also das mit den 1000 Höhenmetern, das wird hinkommen. Und wollte mir da mal auch ein Bild machen. Also ich hoffe, dass sie da von der Strecke her nichts mehr ändern. Meine Zielzeit war natürlich eine andere, als die du dir vornimmst oder die ich dir quasi empfehlen würde, ja, oder als Ziel vorgeben könnte. 2 Stunden oder so? Ja, ist vielleicht ein bisschen ambitioniert, aber eher in die Richtung wird schon gehen. Also bin ein bisschen gemütlich gelaufen und habe so 3 Stunden braucht, auch mit ein bisschen verlaufen. Ja, aber es gibt, ja, das darf man nicht unterschätzen. Das Verlaufen. Na ja, wenn man selber schauen muss, wo der Weg wirklich geht und das nicht ausgebildet. Ja. Also das kostet gleich einmal ein paar Minuten. Genau, aber ich habe eigentlich nur 3 Anstiege identifiziert, wo man vielleicht kurz mal in einen Gehschritt wechseln kann, aber ansonsten muss das einfach durchzogen werden. Ja. Und genau daran werden wir jetzt einfach arbeiten. Ja, ja, und wir haben sie auch grundsätzlich nach MotoMB so ein bisschen besprochen, dass man wieder ein bisschen auch zurück, einen Schritt zurückgeht, die Basics wieder verinnerlicht, an der Geschwindigkeit arbeitet und dann halt schaut, wie und wann man wieder länger wird. Aber ich muss sagen, es macht grundsätzlich einfach derzeit Spaß. Es lastet Zeit, ist halt dieser Tage ein sehr rares Gut und deswegen ist mir auch nicht unangenehm oder habe ich auch nicht immer Lust, dann so wie die letzten Jahre jeden Sonntag 3, 4, 5 Stunden durch die Walachei zu galoppieren. Da finde ich es durchaus schon mal angenehm, dass nur 1 Stunde 20 oder 1,5 Stunden ist. Das passt meiner derzeitigen Lebenssituation eigentlich ziemlich gut. Und das macht auch Bock. Und das ist so gern ich das, wenn ich dann euch höre, wie ihr da in Salbach Dinge lauft oder im Keinlauf, so gern ich das dann manchmal laufen wird. Aber ich weiß, dass derzeit einfach von der Zeit her unrealistisch ist. Muss man sich auch dann auch irgendwann eingestehen. Und deswegen. Ja, macht wobei das ja eigentlich eher kürzere Distanzen sind, ja, die wir da jetzt als Vorbereitung für den Julian Elbs genommen haben und das auch durchaus in deinem Bereich liegen würde in ja, Zukunft. Ja. Ja, aber ja, natürlich vom Umfang her, wenn du 100 plus laufst, hast du natürlich im Training auch einen anderen Umfang, als wenn du jetzt irgendwo im Marathonbereich unterwegs bist. Ja. Nein, vollkommen richtig, aber ich glaube, es passt gerade echt gut und es macht gerade Bock, es macht auch wieder Bock, schnell zu laufen, das macht doch, ja, ich versuche da so, ich bin ja ein bisschen aus Wien rausgezogen und ich habe jetzt nicht mehr ganz so viele Höhenmeter vor meiner Haustür wie vielleicht früher und das ist durchaus eine Herausforderung, da was zu finden, aber dadurch kann man auch irgendwie die Gegend neu entdecken und das macht auch irgendwie Spaß. Und ja, das sind so. Ja, ich finde, es passt gerade irgendwie ganz gut. Ja, von der Leistung her, keine Ahnung, musst du sagen, ob es sich in eine brauchbare Richtung entwickelt. Naja, es war ja ein bisschen durchwachsen mit deiner Verletzungspause inklusive Urlaub vorher. Ja, also kann man jetzt nur schwer sagen, aber ja,
lassen wir uns mal überraschen, was da noch kommt, und haben wir noch genug Zeit. Ein bisschen Zeit ist noch, und Angriff wird sowieso, also vielleicht schicken wir den Peter mit der Kamera mit. Der läuft dann rückwärts vor mir vorweg. Livecast. Wir haben ja vom Urlaub eher schon besprochen. So Interessante Idee. Die Ausdauer wird jetzt nicht grundsätzlich mein Problem sein, weil es sind halt 24 Kilometer. Das schupfe ich noch immer grundsätzlich relativ leicht, weil die Basis dadurch noch da ist, und die wird ja doch so schnell nicht verschwinden. Das heißt, wir können uns da echt nochmal auf die Spritzigkeit, auf die Schnelligkeit konzentrieren. Und da halt auch dann bergab halt einfach. Das wollte ich gerade sagen. Ja. Und Downhills, ganz genau so ist es. Ja. Das war der Plan. Das haben wir, hast du jetzt noch nicht ganz so oft umgesetzt im Training, aber ein bisschen Zeit ist ja noch. Ja, ich meine, ich sag, das ist halt bei mir, mir in der Gegend schwer. Gestern am Sonntag, glaube ich, bin ich einmal 2 Minuten bergab schnell gelaufen. Das war der längste Abstieg, den ich hinbekommen habe. Isarberg. Ja, das ist halt für, ich bin halt um 7:30 los, dafür weiß man dann schon spät, dass ich mich noch ins Auto setze und irgendwo hinfahre. Ja, da muss man früher los. Das geht halt nicht. Das ist der Trade-off, den man macht. Ja. Nein, aber ich nehme es, wie es kommt. Ich will angreifen, und ich nehme halt die Fitness, die ich habe an dem Tag. Also ich mach mir da echt keinen Stress. Ich schaue halt vor allem, dass ich die qualitativen Sessions unter der Woche, dass ich die auf jeden Fall reinbringe. Und wenn es der Dauerlauf nicht immer wird, dann junge. Ja, solange es den Lückenfüller auslässt, dann ist es ja eh nicht so tragisch, ja. Das ist schon richtig. Und wir haben ja auch im Krafttraining ein bisschen umgestellt, und damit diese Step-Ups und Step-Downs und so halt geschaut, dass man die fehlenden Höhenmeter dann durchaus ein bisschen so kompensieren. Also das finde ich dann halt auch spannend zu sehen, inwiefern das dann funktionieren wird und inwiefern man da das für die nächsten Monate, Jahre was mitnehmen kann und das dann irgendwie. Ja, werden wir jetzt auf die Kürze wahrscheinlich nichts zaubern können, aber der nächste Winter kommt bestimmt, und dann. Ja. Werden wir da vielleicht ein Step-Up, Step-Down TikTok-Video sehen? Muss das sein? Ja, das muss sein. Ich weiß nicht. Step by Step, Flo. Baby. Ja, du musst die Fanbase wieder einspringen und mich dazu überreden. Das letzte Mal hat es ja super funktioniert, weil ich glaube, die T-Shirts sind noch immer nicht in der Massenproduktion, von daher bin ich da relativ entspannt. Aber es gibt schon ein Logo. Ja, das ist von mir aus. Aber Step Up, mir, Step Down. Ja, zu den T-Shirts muss ich entschuldigenderweise sagen, mir ist die Nähmaschine eingegangen. es verzögert sich jetzt ein bisschen noch. Ja. Wir wollen ja jetzt nicht irgendeine China-Ware, ja. Also. Ja. Wenn nur wir wollen das aus Fairtrade vegan. Wir wollen das natürlich aus guten österreichischen Kinderhänden produziert wissen. Schulbeginn ist erst bald. Ja, produziert made in Niederösterreich. Genau. Bis am Berg, Alter. Genau. Ja. Nein, aber sonst, wir können ja dann in ein paar Wochen nochmal berichten, inwiefern es da jetzt besser geworden ist. Aber ja, Konstanz ist durchaus definitiv eines meiner derzeitigen Probleme. Aber es ist halt einfach so. Was willst du machen? Setz dich vorher suchen müssen, bevor du Papa geworden bist. Immer so dieses Leben nebenbei, gell? Ja. So neben dem Training. Leben. Verdammtes Leben. Oben hast du das haben müssen. Ja, ey. Apropos haben hast du das müssen. Jetzt haben wir da so schön besprochen, wie du in Kainach und in Salbach da irgendwie Berge rauf und nicht so Berge runter, wie du das gern hättest, galoppiert bist. Das alles machst du ja nur aus einem Grund. Damit du da irgendwie September, 10. September? 16. September. 16. September, Donnerstag, 20 Uhr. Start 2 Ortschaften weiter von Kranjska Gora in Slowenien.
zum Julian Alps Ultra Trail 100 Kilometer Lauf. Wie geht's da? Fragen wir mal zuerst den Trainer. Wie siehst du ihn, Peter, auf Spur? Wir sind da ganz gut auf Spur. Training läuft, Vorbereitungswettkämpfe haben gepasst, bis halt auf die eh schon besprochenen Pulsvorgaben. Naja. Ist halt der Peter, ja. Was wir machen. Wir nähern uns langsam dem Optimum an. Und bis zu den Julian Alps wird schon reichen dann. Ja, ihr arbeitet ja auch erst seit fünf Monaten miteinander. Das muss man noch verändern. Wir haben es auch in der Folge mit der Julia Meyer gehabt. Sein Körpergefühl spielt ihm oft besser noch einen Strich durch die Rechnung. Oh ja. Das kommt noch. Außerdem über die letzten zwei Events war der Christoph Jahr mit Aladez hat meinen Puls schon 10, 15 Schläge nach oben. Also jedes Mal, wenn ich umgeschaut habe, habe ich mir gedacht, und zack, 170er Puls, was soll man machen? Ja, verständlich, ja. Ist die Schönheit, das verstehe ich. Ja. Oh ja, oh ja, oh ja. Ich kann mich nachdem er hier mit Video telefoniert, kann ich mich auch konzentrieren, weil der Christoph immer so lieb ins Telefon, ins Video lächelt. Das ist ja einfach. Da kommen Herzl in die Augen. Na gut, zurück zum Peter. Wo kann ich meine Cam ausschalten? Ja, das ist da technisch zu schwierig. Da muss man deine Assistentin rufen. Die als ehemaliger ITler, ja, schaffe ich das nicht mehr. Nein. Deswegen ein ehemaliger ITler. Ja, ja, genau. Irgendwo hat die Firma auch erkannt, dass nichts drauf ist. Ja. Egal. Nein, läuft super. Ich bin begeistert, Training wird umgesetzt, alles tipptopp. Insofern bin ich da guter Dinge, kann nichts schief gehen. Obwohl ich da aus einer Anekdote berichten muss, letzten Donnerstag haben der Peter und ich gemeinsam Kraft trainiert und er hat sein Max-Kraft durchgemacht, sein Max-Kraft-Training durchgemacht. Bitte nicht. Und selbst ich habe erkannt, dass das, was er da tut, ganz, ganz weit weg ist von Maximalkraft. Der hat da mit vier Kilo Hanteln herumhantiert, aber er dachte, Peter, Max-Kraft ist, ja, dann haben wir es gesteigert und haben uns Max-Kraft angenähert. Wobei, wir haben das eh auch schon besprochen auf der Rückreise von Saalbach. Also so vom Equipment her kann das nicht funktionieren. Also da muss schon irgendeine Art von Power Rack her. Also absolutes No-Go, die Langhantel da für Backsquats über den Kopf führen, auf die Schultern. Das bitte, Leute. Nicht aber wenn er das zuerst mit 2-4 Kilo Hanteln gemacht hat, dann kannst du mich ja gerne das für den Peter das an. 4 Kilo Hanteln. Naja, das kann ja nicht funktionieren, ne? Maxkraftmäßig. Ja. Aber ja, zum Glück war es nicht maximal, weil das wäre ja sehr gefährlich. Ja. Ja, brauchen wir noch immer. Aber ja. Zwecks, Peter zieht sein Training optimal durch. Ja, Room for Improvement im Kraftathletikbereich, ja. Meine Güte, der nächste Winter kommt bestimmt, auch beim Peter. Uiuiui, ist das dann der erste Winter beim Christopher? Uiuiuiuiuiui. Ja, und? Ja, da wirst du dann in die Hände spucken müssen. Managerin Mona ist schon informiert und wird alles in die Wege leiten. Ja, bald obern sie irgendwas aus, welches drum dann in diesem Trainingsraum herumsteht. Sehr gut. Ich habe keine Ahnung. Es ist immer gut, mit der Verantwortlichen in der Beziehung zu reden. Oh ja. Aus dem Loch du nicht, weil der Christoph weiß, dass du nachher so ein Gerät in greifbarer Nähe hast. Also, hihi. Du bist der, der ein Problem mit so einem Training hat. Ich habe da kein Problem damit. Ich schaffe es vielleicht nicht immer zeitlich, aber ich... Nächste Winter kommt bestimmt, mal schauen. Ich jammer nicht so wie du. Jammer. Ja, Trainingsaußenstelle Karneuburg. Ja, Headquarter. Zentralleitergebirge, Außenstelle Karneuburg. Ja. Aber jetzt eine Frage an dich, Peter. Beim IRTF hat sich ja auch durchs Training und dadurch, dass du dich im Training ja irgendwie deine Leistung sich verbessert hat, deine Zielzeit sich verbessert. Ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt schon eine Zielzeit rausgehauen hast, aber hat sich da auf dem Gebiet jetzt in den letzten Wochen, Monaten irgendwas getan? Habe ich noch nicht, aber das liegt da echt daran, dass ich diesen Lauf nicht richtig einschätzen kann, weil den gibt es noch nicht so lange. Ich glaube, es gibt diesen Lauf jetzt seit ungefähr 3 Jahren oder so. Ich glaube, 2019 war das erste Mal, dass er stattgefunden hat.
Und dann waren halt die zwei Seuchenjahre. Und jetzt ist die Abschätzung der bisherigen Zielankunftszeiten ein bisschen schwierig. Weil, wenn ich jetzt nur von den Werten ausgehe, die der Lauf hat, weil der Lauf hat quasi gleiche Werte wie Innsbruck. Sprich, der 100-Kilometer-Lauf hat 108 Kilometer mit 4700 Höhenmeter. Das wäre mehr oder weniger, was Innsbruck hat oder was der Mozart 100 hat. Der Mozart 100 hat, glaube ich, 4,8 und 105 oder so irgendwas um den Dreh. Das heißt, du könntest davon ausgehen, dass du irgendwo zwischen 14 und 15 Stunden ins Ziel kommen könntest bei ähnlicher Performance. Was ich aber nicht weiß, ist, wie schaut dieser Anstieg aus bei Kilometer 70, wenn der nämlich richtig blöd ist, also nicht von den Werten her, sondern einfach vom Gen her einfach viel langsamer ist, weil er einfach verblockt ist oder sonst irgendwas, verlierst du dort halt gleich einmal wahrscheinlich 20 Minuten. Wenn die Wege, auf denen du vorher unterwegs bist, zwar auf deinem Karten flach und okay ausschauen, aber eigentlich schwierig zum Laufen sind, dann bist du halt einfach langsamer dort. Deswegen tue ich mir ein bisschen schwer, weil ich es nicht richtig einschätzen kann. Die Zielzeiten vom letzten Jahr sind nämlich komisch. Ja, ziemlich langsam im Vergleich zu Innsbruck. Und das ist so, wenn sie dieselben Daten haben, ist das höchste Milchmädchenrechnung, da eine selbe Zeit anzunehmen. Aber ich hab mal auch das angeschaut vom letzten Jahr. Also es gibt dieses Race Map, wo du dir diese Punkte im Nachhinein anschauen kannst. Wer wo, wie schnell ist. Und man wird nicht so wirklich schlau draus. Außerdem, wie gesagt, das Feld ist natürlich letztes Jahr auch ganz anders besetzt gewesen, wie es 2019 gewesen wäre. Und die Siegerzeit letztes Jahr war 13 Stunden 27. Das ist nicht so wirklich schnell, wenn man sich anschaut. Innsbruck 10 Stunden, allerdings verkürzt, und der Mozart unter 10 Stunden. Natürlich muss man dazu sagen, der Mozart, die Siegerzeit war der Kowalczyk, also sprich ein Profi. Und zwar ein Profi, der ganz vorne mitspielt. Und solche Profis sind beim Julian Elbs einfach letztes Jahr nicht mitgelaufen. Nur der vierte vom letzten Jahr ist mit 17 Stunden 14 schon ins Ziel gekommen. Also da ist zwischen Platz 1 und Platz 4 sind 4 Stunden. Und das ist ein bisschen komisch. Die Durchschnittszielzeit ist eher so bei 20 Stunden. Und das ist von den Werten her sonderbar. Das heißt, du hast noch keine Idee, was du dir jetzt da irgendwie vornehmen sollst? Ja, natürlich nehme ich mir was vor. Irgendwas zwischen 14 und 15 Stunden, habe ich ja gesagt. Was hast du gedacht? Du bleibst also bei deiner Milchmädchenrechnung. Ja, natürlich. Weißt du, high hopes, fail hard. Und Trainer, was ist... Fly high, ist, fail hard, so hast du, glaube ich. Was ist dein Bauchgefühl, wo sich der Peter da ungefähr wiederfinden wird? Also ich würde sagen, die 14 Stunden sind auf alle Fälle drinnen. Wenn nicht sogar die 13. Also ich weiß nicht, ich habe den Sieger noch nicht gestalkt auf der ITRA-Seite. Peter, du offenbar schon, oder? Was hat er für einen Score? 803. Okay. Dann bleiben wir doch bei die Sub 14 als Ziel, wäre doch fein, ne? Schon, gell? Ich habe mir das angeschaut. Der ist jetzt da doch durchaus ein ambitionierter Läufer. Weil ein ITRA-Score von 800 heißt, dass du beim UTMB in der Elite mitlaufst. Hast du den zweiten zufällig auch mal angeschaut?
Und der ist wie viel gelaufen? 13? Der zweite. Das ist nämlich mein Alter. Zweiter. Habe ich mir angeschaut. Hier, der ist 14,58 gelaufen. Also sub 15. Und hat einen Score von 726. Na? Läuft aber sonst auch öfter mal 650, 640er Score-Läufe. Also irgendwo da in der Richtung, das kann ich mir schon vorstellen, ja. Ja. Ja, also lassen wir uns überraschen. Genau, platzierungsmäßig keine Ahnung. Ich würde gerne ein gutes Rennen laufen, das auch zeitmäßig ungefähr in die Richtung kommt, und platzierungsmäßig sieht man es noch eh, weil keine Ahnung, wie das Feld zusammengesetzt ist. Aufgrund der letzten zwei Jahre kannst du genau gar nichts, glaube ich, sagen. Ja, und Platzierung ist auch immer schlecht, wenn man es nach dem läuft, weil wenn es da zwei dabei hast, die gerade auch eine Bombe drauf sind, dann und du hast trotzdem eine Wahnsinnszeit für dich, kannst du es auch nicht beeinflussen. Ja. Deine Zeit kannst du beeinflussen auf die. Ja. Und das ist ja bei den 100 Meilen dort war es ja auch so lustig, weil der erste ist ins Ziel gekommen mit 24 Stunden 38 und der zweite mit 31 Stunden. Ja. Und dann 31, 36, 37, 40 Stunden, aber der erste ist einfach einmal 7 Stunden vor dem zweiten. Das heißt, das Feld war halt nicht wahnsinnig dicht. Keine Ahnung, wie es das hier ausschaut. Aber sie haben, glaube ich, ein Maximalstarterfeld für die 100 Kilometer von 150 Leuten. Das heißt, das können gar nicht so viele Leute starten. 150? Du bist so schlau. ich glaube, das liegt auch daran, wo du dort unterwegs bist. Jetzt davon. Ich glaube, das ist irgendwie in der Gegend, da ist ein Nationalpark. Das könnte natürlich gut sein, dass die irgendwie Beschränkungen haben, wie viele Menschen da gleichzeitig durch die Botanik laufen dürfen. Ja, das macht Sinn. Das macht Sinn. Ich hoffe, dass das gut geht. Würde mich freuen, wenn ich dort jemanden treffe, weil das ist uns ja schon ein paar Mal passiert, dass uns jemand erkannt hat. Und ich freue mich da jedes Mal, weil dann haben wir nämlich immer irgendwie ein bisschen ein Gesicht und man weiß, warum man das Ganze macht. Und das Problem ist nur, dass die Leute, die uns dann sehen, erschrocken sind, uns dann vielleicht nicht mehr hören. Ja, die haben noch ein Gesicht dazu. Ob das ein zukunftsträchtiges Modell ist, aber ja, zum Glück so viel sind es noch nicht, dass uns noch immer zwei, drei Leute hören, von daher. Genau, also das passt. Danke, Mama. Ja, und wir werden, ich habe jetzt noch nicht überlegt, aber wir werden sicher vielleicht kurz vorher nochmal dein Stimmungsbarometer machen und werden auf jeden Fall nachher deinen Lauf besprechen. Jetzt sind noch 16. Dezember, wenn ich das überschlagen müsste, noch dann ab Aufnahme 3 Wochen sein. Genau. Und wir werden dann auf den Social Media sicher, du wirst da ein bisschen was raushauen und so. Und also man kann das dann auch verfolgen, wenn man will. Also es gibt Live-Tracking und wer weiß, ob man nicht irgendwie, ob es 2, 3 Fotos auch von dort gibt. Richtig. Und das werden wir alles dann posten. Also aufmerksam Instagram verfolgen, vor allem dort werdet ihr alles finden. Was immer alles subscriben, auch auf YouTube und so. Subscribe, ganz wichtig, subscribe. Gut, dann sind wir eh schon wieder ein Zeitel hier in illustrer Runde unterwegs und sage ich auf jeden Fall mal danke an den Trainer, dass er sich die Zeit genommen hat, unsere Ergüsse sich anzuhören und seinen Senf dazu abzugeben. Danke, Trainer. Ich danke wie immer für die Einladung. Du bist bei uns ein gern gesehener Gast. Du bist sicher bald irgendwann der häufigste Gast, den wir in dieser Sendung begrüßen dürfen. Ja, und wenn ihr... gibt es ein Stempelheft fragt, oder sowas? Ja, kriegst du das Sumsi. Sumsi-Pickel. Ja, wenn du Zähne hast, kriegst du ein Eis. Juhu. Du kriegst eine Einladung, bei der es nicht zahlen muss, damit du teilnehmen darfst. Aber falls irgendjemand Fragen zum Training hat oder zum Trainer, was uns so eintragt, immer her damit. Schickt uns die. Wir reichen sie gerne weiter und können die demnächst irgendwann wieder beantworten. Ja, wir hatten ja schon mal eine Frage in Trainerfolge und wenn wir da wieder genügend Material für eine nächste haben, dann zerren wir den Christoph wieder vors Mikrofon
Und mittlerweile hat er es auch mit der Technik draußen und spielt nicht während der Aufnahme ständig mit Kugelschreiber. Also er wird auch schon, das Mikrofon ist auch schon mittlerweile sein Freund. Also er wird ja schon ein richtiger Podcast. Geschleicht dich, Peter. Da schneide ich da raus. Schau, es fällt ihm sogar runter. Recht geschitter. Die Katze sollst du wegessen und die Mona soll dich irgendwie anfeuern. Irgendwie hast du das alles verdient. Mit lauter Dilettanten hier unterwegs. Gut. In dem Sinne, Servus. Tschüss. Grüß euch. Ciao.